Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel, doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Ja, das Ding hat mir keine Ruhe gelassen. Ich musste mir den mal angucken. Ja. Also, hier haben wir ein bisschen. Drinnen sieht es recht gut aus. Zwei Liter Benziner übrigens. Und auch gleich, jetzt mache ich es mir selbst. Mal gucken. So, wie geht das jetzt auch von Granada? Ah. Ach Gott. 2 Liter V6. Das, ja, okay. Das ist 90 PS, okay. Das gefällt mir persönlich schon mal ganz gut. Sieht auch recht gut aus, muss ich sagen. Klar, ne? Spurlos geht das nicht. Hier und da ist auch was gemacht worden, aber sieht gut aus. Servo-Water. Sieht auch recht trocken aus, muss ich sagen. Ich tippe mal auf Baujahr 81 oder sowas. Oder ein bisschen vorher. Was haben wir denn da? Ja, 2 Liter 90 PS, 81er Baujahr. Ja. Motor und Getriebe gut, TÜV 921 hat er noch gehabt. Servo ABS. ABS, Radio, Zentralverriegelung, also ABS hat er nicht, garantiert nicht. Da hat sich verschrieben. Ach, guck mal, ist das nicht schön. Ja, hübsch. Ah, der riecht, ne? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Öldruckkontrolle. Guckt euch den Aschenbecher an. Eine Aschenhalle. Nichtraucherfahrzeug. Jetzt springe ich aber gleich aus dem Fenster. Da ist der Spiegel. Ja, der ist bei Ford immer abgefallen, ne? Dieser geklebte Spiegel. Schönes Ding. Spurenstellung hat er wohl offensichtlich mal gerade gekriegt. So ein schönes Ding. Ich muss ihn mal fragen, was er kosten wird. Ich finde die Dinger toll, ne? Ja, die Radläufe bleiben nicht aus, ne? Aber es ist noch relativ einfach zu reparieren. Ach ja, ist gar nichts. Das kriegst du weg. Ja, einmal innen sauber machen. Dann hat sich das. Fünfganggetriebe hat er auch. Was steht denn da für ein Preis? Kein Preis, naja, muss ich ihn fragen. Der Kofferraum für bis zu 3 Leichen. Ja, schickes Teil. Der Wagenheber ist noch dabei. Der Kofferraum ist eine Glanzleistung. Mal gucken. Au ja. Ja, ich werde ihn gleich mal fragen, werde ich gleich noch im Video erwähnen. Okay, da muss man ein bisschen was machen, das fängt an. Aber ansonsten, schickes Teil. Die Substanz ist genial. Gut. Ich sag nachher Bescheid, wir haben gerade Ersatzteile geholt für den Lupo, also den Dreieckslenker.
was der kosten wird. So, jetzt sind wir mit den ganzen Ersatzteilen zu Hause. Oh, da hinten liegt der ganze Krempel. Wieder von FAG. Schaeffler. Ja. Bild die Ohren zu halten, wird laut. Ne? Ich sag's nur noch mal, hier ist ein Schlagschrauber am Werk. Tja, wie das passiert ist mit dem schiefen Ding, kein was auch immer. Ist insgesamt sehr schief, muss ich sagen. Kann ich erstmal ein bisschen biegen, bis ich den da rauskriege. Ich hoffe, ich kann das Traggelenk einfach mal so übernehmen. So. Ich versuche mal eine andere Kameratechnik. Also bitte nicht erschießen, erste Mal. So. Mit der russischen Methode. Das ist ein russischer Schlüssel, deswegen. Ich wollte jetzt nicht Putin anrufen. Okay, das war blöd. Ja, wir hatten das Ding ja mit Dingens angezogen. Nach Vorschrift. Das sind ja Dehnschrauben. Da war was. Die gibt es auch gleich neu. Halte ich für ziemlich blödsinnig, aber naja. Oh, mal gucken, ob wir den Blödsinn da rauskriegen. Traggelenk ist ja genauso neu wie der Rest auch. Das nervt gerade ein bisschen. Achso, da fehlt noch was. Ist das ein 13er? Ja. Gleich mal verdrehen. Den Stabi. Also die Kuppelstange, ne? So.
Jetzt ist das Ganze frei. Hammer! Raus, schön. Komm schon, den Rest jetzt auch noch. Wir sind gerade hier am Wiese mähen. Gerade so einen leichten Versuch gestartet, live zu gehen. Premiere quasi, das erste Mal. Da fangen die an, die Wiese zu mähen. So. Den Kollegen mal angucken. Der muss irgendwas abgekriegt haben. Ich habe keinen blassen Schimmer, was. Warum der hier genau abgeknickt ist. Also, sieht ein bisschen nach Holz aus, aber keinen blassen Schimmer. Sagst du nichts mehr zu? Gestern haben wir das bemerkt, der zuckte so ein bisschen nach links. Irgendwie passte die Geometrie auf einmal nicht mehr. Also es hat... Wie lange ist das ungefähr her, dass sie das gemerkt hat? Hat sie mir erzählt? Drei, vier Wochen oder zwei, drei Wochen oder sowas in der Richtung. Erst seit kurzem. Wie das passieren kann, möchte ich mal gerne wissen. Also auf jeden Fall ein Schlag von unten, weil es ist ja so eingebaut. Ja, so. Wie das passieren konnte, ich habe keinen blassen Schimmer, ehrlich gesagt. Und das ist Qualität, ne? Das ist jetzt kein No-Name-Blödsinn. Ich benutze bei unserem Auto eigentlich immer gute Qualität und FAG Schaeffler ist Erstausrüsterqualität. Ist auch drin gewesen. Ne? Ihr könnt euch das Video gerne mal angucken. Ich blende euch das mal ein. Deswegen verstehe ich es nicht. Also muss da schon massiv was gegengeknallt sein. Ja. Man sieht mich ein bisschen verständnislos, ehrlich gesagt, aber naja. Kann passieren. Alles zusammen, glaube ich, irgendwas mit 50 Euro. Ist das alles wieder in Ordnung? Hier ist natürlich ein neues Traggelenk mit drin. Für das Ding ohne neues Traggelenk hätten wir jetzt bis nach Uelzen fahren müssen. Das war jetzt lieferbar. Der Unterschied war aber marginal. Also neue Schrauben. Gut. Neue Mutterplatte. Schrauben. Traggelenk, das packe ich weg, das werde ich nicht einbauen. Wie gesagt, das Traggelenk ist jetzt, wie alt mag das sein?
Ich suche das Video raus, wo ich das gemacht habe. Im Frühjahr. So, und hier. Das Bauteil. Genau das gleiche habe ich eingebaut. Hier sieht man es auch. Also kein No-Name-Blödsinn. Ne? Mal gucken, ob wir das wiederfinden. Ist ja auch hier irgendwo draufstehen. Ich glaube, andere Seite. Ja. Das ist genau das gleiche Bauteil, deswegen ist jetzt wirklich kein No-Name-Produkt. Ich habe hier nochmal den Anbausatz für den ganzen Kram. Jetzt habe ich natürlich ein paar Schrauben überflüssig. Das ist für zwei Seiten. Jetzt habe ich gar nicht gesehen, ist die große Schraube. Ach, die große Schraube ist beim Schäffler auch dabei. Gut, lege ich die weg. Kann man immer mal gebrauchen. Hatte ich jetzt vorsichtshalber mitbestellt. Kostet 6 Euro, dieser Anbausatz, ne? Mit neuen Dehnschrauben. Kann man sich weglegen. Kommt immer mal einer vorbei, der neue Traggelenke braucht oder sowas. Oder neuen Dreieckslenker. Gut. Auch diese Schrauben werde ich jetzt nicht wegpacken. Ne? Das ist auch alles gerade erst im Frühjahr gemacht worden. Glaube sogar die Mutter für den. Also wie gesagt, tue ich nicht weg. Ne? Im Frühjahr gerade frisch eingebaut. Die Mutter für das. Für den Stabi. Ja, die ist auch neu. Die packen wir auch weg. Ist auch gerade erst reingekommen. Ne? Stabi ist auch neu, die Koppelstange. Ich habe ja alles neu gemacht. Einmal inklusive Axialgelenk mit allem drum und dran, Spurstangen. Deshalb nervt das gerade ein bisschen. Ich verstehe diesen Defekt nicht. Egal. Nehme ich halt die lang. Und auf. Ja. Nur eben kurz mit dem Schlagschrauber ansetzen, ne? Nicht festziehen. So, einmal ganz kurz, 18er. Ja, jetzt geht der nächste Rasenmäher an, ich bin in der Hölle, jetzt. So, Traggelenk hier reinfummeln.
gucken, ob das klappt. Das klappt. Perfekt. Einmal. Und Nummer 3. Auch eben den Starkschrauber anziehen. Wir kriegen auch Drehmoment, ne? Ja, wenn man jetzt hier ganz schön sehen kann, der ist auf Fahrhöhe gepumpt. Ne? Vorher nicht anziehen. Hatten wir, glaube ich, schon mal. Ja, beim letzten Mal, als das Ganze gemacht wurde. So, Drehmomentschlüssel. Man, dem Lager ist es sowieso egal, also dem hinteren. Das vordere ist das, was dreht. So, einmal. Grad machen wir mit ihm hier, der Verlängerungsknarre. Machen wir einfach 2x90. So, mehr Platz haben wir gerade nicht. So. Lampe noch da. Ja, ich weiß, flackert ein bisschen, das ist der Fluch dieser LED-Lichter. So, noch ein kleines Stückchen fürs Gewissen. So, manchmal nehme ich also die Füße. Einmal. So kann ich nämlich besser das Auto beobachten, ob es irgendwie vom Wagengeber bzw. vom Bock rutscht. Ist einfach so. Gut. Der kann jetzt wieder weg. So. Ja, der klickt sehr leise, nervt mich auch ein bisschen, aber besser den als gar keinen, ne? Und der kam mit Zertifikat, dass er wohl offensichtlich nicht spinnt, also von daher 90 Grad.
Fertig. So, erste Fahrt erledigt. Funktioniert. Super. Ja, wollen wir mal gucken, ob wir einen Sonnenuntergang zusammen kriegen. Sieht ja schlecht aus, denke ich. Bisschen bewölkt. Ach komm, ein bisschen. Ja. Ich wünsche euch einen sanften Start in die Woche. Bis zum nächsten Video.